Moment, Leute! Oh ja, fuck, falsches Rädchen. Moment! Oh. Ja, ich weiß, ich bin gerade ans Mikro gekommen, einen Moment, ich muss mir mal alles umbauen, ey. So. Oh, zu laut. So ist gut. Wo waren wir eigentlich? Ihr seht, ich habe schon alles einmal gespielt und auch alles einmal abgeschlossen. Irgendwie konnten wir auch gucken. Genau, schließe das Kapitel in 20 Tagen ab. Das werde ich natürlich nicht schaffen. Da müsste ich nochmal alles von vorne machen. Jetzt aber die Frage, ja, was für uns das Spielstand. Wahrscheinlich der. Ich sage jetzt einfach mal der. Ja, aktuelle Folge, Leute. Heute ist der 2.2., also an dem ich aufnehme. Und weißt du was? Ich guck mal ganz kurz. Videos. Da. Hol den Schmied zurück. Ja, ich bin richtig, Digga. Geil. Alles klar, Leute. Wir machen das. Ach so, ja. Ja, was machen wir jetzt? Ja, Dankers Ball, das im Moment ist ein bisschen versackt in der... ich habe keinen Bock mehr. Oder ich habe da wenig Lust drauf, leider. Leider. Das Spiel ist eigentlich ganz gut. Nur im Moment bin ich ein bisschen... CSGO fixiert, muss ich schon sagen. Das ist wirklich so. So, Sekunde. Jetzt ist die Frage doch. Erstmal muss ich gucken, wie ich hau. So, genau. So hau ich, aber ich will mit dem Jetzt ist die Frage, was ist besser, Steinchen oder Kupfer? Kupfer wahrscheinlich. Breite etwas aus Fisch und Weizen zu. Dann kochen wir mal. Oder? Habe ich überhaupt einen Fisch? Gehen wir mal hier rein, oder? Moment. Ich frag mal ganz kurz den Typen hier. Mein Kollege? Ich weiß auf jeden Fall, Alter, ich sag so oft M, das ist der Wahnsinn. Das ist mir gestern wieder aufgefallen, als ich meine Videos hochgeladen habe für die Woche. Oder für letzte Woche. Und dann kontrolliere ich ja immer. Oh Gott. Ich war hier noch nicht, wa? Heftig. Also, in dem Let's Play war ich noch nicht hier. Wie oft ich M sage, ist der Wahnsinn. Alles klar. Aber aktuelle Folge, heute ist der 2.2. Andi, ich lade das wahrscheinlich, also dieser Part wird wahrscheinlich am 8.2. hochgeladen. Also aktuelle Folge, das heißt, ihr habt wahrscheinlich von CSGO und so noch nicht viel gehört von den neuen Folgen, die ich aufgenommen habe. Darum werde ich jetzt ein wenig labern mit euch. Und ich bin ein bisschen in Laberlaune. Aber nur ein bisschen, ja. Okay. Ich wollte schon wieder M sagen. Das muss ich mir auf jeden Fall abgewöhnen. Was gibt aktuelles? Ich habe es in CSGO Part 16 oder 15 schon gesagt. Der wird wahrscheinlich erst in 2-3 Wochen kommen, leider. Weil ich es richtig in Erinnerung habe. Sieht ihr schon wieder M, Alter. Ich könnte mich selber schlagen dafür. Never mind. Alter, ich hau mich gleich selber, ne? Das ist der Wahnsinn. Na, auf jeden Fall, aktuell ist, ich habe eine neue Tastatur, die Rocket ISCO FX, Digga. Alles klar. Dann habe ich noch eine Information. Und zwar, ich habe Nasenbluten, ja, Leute?
Nasenblut ist damit ist nicht zu spaßen. Kann ich einfach angeln? Ich habe noch keine Angel erstellt, war. Kann ich mir eine Angel bauen? Kann ich nicht irgendwie, warte. Nee, es ist Start. Ich muss jetzt mit drei, oder? Verdammt. Ah, X. Okay, X ist es. X ist es. Ich hab's gefunden, Leute. So. Ausrüstung. Ah, wir haben noch einen Hammer, ist gut. Flügelschuhe. Oh geil, ich kann Doppelsprünge machen, ist klar. Dann weiß ich nämlich wieder auf dem Stand so ein bisschen. Anleitung, Leute. So, wir müssen uns eine Angel herstellen können, oder? Tobias, hast du schon eine Angel gemacht? Nein, hast du nicht. Warum nicht? Irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe noch keine Angel. Never mind. Ich hätte Nasenblut. Oh, folgendes. Ich arbeite ja in Hamburg als Leiharbeiter, wisst ihr? Ja. Und, ah, guck mal. So. Und an der, ihr müsst wissen, ich habe ja Schichtbetrieb dadurch. Das heißt dann immer so früh, früh, spät, spät, Nacht, Nacht, Wochenende. Ja, wisst ihr auch, habe ich ja glaube ich auch schon mal erzählt. Oh, mein Hammer hat sich aufgelöst. Oh Gott, ich kann Glas machen. Heureka, Digga. Aber dazu muss ich auch gleich nochmal eine Geschichte erzählen. Und auf jeden Fall... Samstag hat ja keinen Arzt offen, wisst ihr ja selber, kennt ihr ja sicherlich auch. Wenn, ihr mal, wenn man krank ist, ne, dann ist der Arzt nicht da, das ist logisch. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Ja. Jedenfalls, ich denn erstmal, ihr müsst euch das so vorstellen, um 12 Uhr klingelt mein Wecker, ich bin ein sehr pünktlicher Mensch eigentlich. Ich bin eigentlich sehr pünktlich, im Gegensatz zu den anderen Dry Mongos. Mit denen ich befreundet bin, ja, mit, also im Gegensatz zu Alex, Peter und Matze bin ich der pünktlichste, ja, wenn ich sage 8 Uhr, bin ich Punkt 8 Uhr im TS und so weiter. Never mind, worauf ich hinaus möchte ist, da sind Golems, die möchte ich aber nicht angreifen. Aber der Scorpion, der kommt auf mich zu, der Scorpion möchte Fresse haben, kommt auf Fresse, Junge, pam, pam, pam. Zack, easy weg. Und Leute, wie ich den Drachen letztes weggemacht habe, geil, oder? Das war schon letztes Jahr gewesen, aber easy. So. Bla bla bla. Bald weiter. Nur. Wenn du weiter in diese Richtung gehst. Ach ja, die Pyramide. Die habe ich völlig vergessen. Seht ihr da hinten den Eingang? Alles klar. Machen wir nachher. Wo war ich gerade? Nach der Nasenblume. Alles klar. Ich denn ein Kumpel, ich feiere mit einem Arbeitskollegen mit. An dieser Stelle nochmal herzliches Danke, Kevin, dass du mich da zum Krankenhaus gefahren hast. Ich hätte erst gesagt, ich will noch zur Firma. Wollte mich noch beim Schichtführer abmelden. Aber Kevin hat dann gesagt, so ich fahre dich auch zum Krankenhaus, kein Problem. Hat er dann auch gemacht. Und ich denn da rein, Notdienst oder Notaufnahme halt, ne? Was ist Notaufnahme? Notaufnahme klingt immer gleich so mega drastisch, aber das ist Quatsch gewesen. Na, auf jeden Fall komme ich dann da rein, so. Ey, leer, Alter, leer. Aber warte, Moment, ich muss wieder anfangen da. Und 12 Uhr klingelt mein Wecker. Gut, ich stehe auf, nehme einen Schluck von meiner ISO, von der Wittenseer. Riecht schön, lecker, dachte ich mir, geil. Auf einmal läuft mir die Nase. Okay, bin erkältet, ne? Kein Problem, passiert. Wisch das dann in meinem Ärmel ab und sehe, warum ist mein Schnodder rot? Gute Frage, Tobias. Nächste Frage, Tobias. Warum gehst du nicht sofort auf die Toilette? Und ich bin sofort zur Toilette gesprintet. Normalerweise, also ich habe ja hin und wieder, habe ich ja mal Nasenbluten. Aber oftmals ist das bei meinem Nasenbluten so. Es blutet für ein paar, keine Ahnung, 10 Minuten oder so. Oder eben 5 Minuten. Dann kriegst du zum Stillen, also dass es aufhört zu laufen.
Ey, nicht weglaufen, Bitch! Und dann kann ich mir die Ader rausfummeln. Und dann ist gut. Ne, dann ist alles safe wieder. Dann kann ich ganz normal weitermachen. Habe ich halt nur wieder mal. Oder so läuft es eigentlich, wenn ich es habe. Ja, gut. Ich bin auf jeden Fall hin. Oder eben, ne, rein. Oder eben aufgestanden. 10 Minuten. Hört nicht auf. Erstmal Mama anrufen. Die weiß immer, was zu tun ist. Ja, kalten Waschlappen mit dem Nacken. Kopf nach hinten, ne? Oder nach vorne? Ne, nach hinten. Hat nicht funktioniert. Kalten Waschlappen auf die Nase. Bisschen drücken. Also bisschen die Nasenflügel zudrücken. Dann hört es vielleicht auch auf zu laufen. Hat auch nicht funktioniert. Na ja, gut. Denn 11:30. Nase läuft immer noch. Also Nasenflug, logischerweise. Okay. Kevin angeboten. Ey, ich fahre dich mal wegen auch ins Krankenhaus. Okay. Weil kein Arzt in der Nähe und kein Arzt offen. Okay. Ich denn auf jeden Fall. Jetzt kommen wir wenigstens zum Wesentlichen. Ich denn in den Notdienst rein da. Kommt dann in die Anmeldung. Keine Menschenseele da. Also keiner im Warteraum. Wartezimmer. Das ist so geil, ne? Freie Bude. Muss ich ja nicht lang warten. Na, Arschleck. Denn nach einer halben Stunde kam ich denn endlich da rein. Sag ich mal. Also in die kam ich endlich ran. Da hat sie mich von der Anmeldung rangerufen. Die sagte dann, ja, geh mal weiter. Ist so, alles klar, ich bin weitergegangen. Aua. Könnt ihr mal verpissen, ey? Ich habe hier ein bisschen was Besseres zu tun, als euch hier hinher zu gammeln, Nutten. Ja, auf jeden Fall ruft die mich da rein. Ich dann weiter. Warten Sie mal bitte bei B16. Ich so, alles klar. Zu B16 gelaufen. Ich weiß, da oben ist ein Loch, Leute. Hier aber erstmal rein. Denn so wie ich weiß, habe ich das, als ich das ohne Aufnahme gespielt habe, habe ich das nicht so aktiv verfolgt, was hier in der Pyramide vor sich gegangen ist. Darum will ich hier jetzt erstmal ein bisschen checken. Was gibt er denn hier? Oh, Kiste. Kiste! Stoßdämpferstiefel. Machen die denn? Jo, Schütze Vollschaden, alles klar. Ich bin unbesiegbar. Noch eine Kiste. Ein Kamin. Ja, nice. Auf jeden Fall kam ich dann da weiter, ne? Und setz mich dann da hin oder geh dann durch, sieh dann was, wo ich hin muss. Und dann sitzen da schon drei Leute. Dachte ich mir so, alles klar. So viel zum, du musst nicht so lange warten. Ich habe mich dann hingesetzt, dann mussten wir erstmal wirklich noch 1,5 Stunden ungefähr geschätzt warten, bis der Doc kam. Und da uns endlich nach einer anderen Reihe eingerufen hat, ne? Was ist hier denn los? Au! Kann ich die hier nicht wegnehmen? Ich glaube, ich muss sie alle ansprechen, ne? Ja. Hier irgendwas passiert hier auf jeden Fall.